Ich befinde mich hier auf dem Nintendo Switch Anspiel-Event in München und wir haben nur ein paar Minuten Zeit, weil ein paar nette Mitarbeiterinnen uns hier schnell die Vitrine aufgemacht haben. Deswegen haben wir jetzt die Möglichkeit, die Konsole hier mal ein bisschen aus der Nähe zu betrachten. Das ist das gute Stück, beziehungsweise die Nintendo Switch besteht aus zwei einzelnen wichtigen Komponenten. Das ist einmal hier das Dock und das ist die Konsole selbst, die hier in das Dock reingestellt werden kann. Kann einfach rausgezogen werden. Und hier kann man das jetzt nicht sehen, aber normalerweise würde das Bild jetzt automatisch dann auf der Konsole zu sehen sein. Die wird dann hier einfach wieder reingesteckt und ist dann im TV-Modus. Das heißt, das Bild wird dann auf den Fernseher wiedergegeben. Ich nehme die jetzt hier nochmal raus. In dem Dock selber kann man sehen, da ist ein USB-C-Anschluss drin, um das Gerät auch aufzuladen, während es im Dock ist. Und hinten an dem Dock ist eine kleine Klappe. Es gibt sowas wie ein kleines Kabelmanagement. Das heißt, wenn man diese Klappe aufmacht, sieht man, man hat hier einen USB-Anschluss, einen HDMI-Anschluss und hier oben kommt das Stromkabel rein. Das heißt, die Kabel können hier sehr gut dann verlegt werden, dass sie alle gebündelt an der Seite rauskommen. Die Klappe kann man zumachen. Generell ist das sehr, sehr leicht und auch sehr, sehr klein. Wenn man mal ein iPhone 7 Plus daneben hält, das ist fast eine Größe, also sehr, sehr klein und auch sehr, sehr leicht. Zweite wichtige Komponente ist natürlich die Konsole selbst. Da kommen jetzt die Joy-Cons, natürlich die Controller an die Seite. Die werden einfach eingeklipst und das geht auch sehr, sehr easy. Man hat an der hinteren Seite hat man diesen kleinen Knopf. Wenn man den drückt, kann man das einfach nach oben rausziehen. Die Joy-Cons liegen sehr, sehr leicht in der Hand. Ich hätte gedacht, dass sie ein bisschen schwerer sind, liegen aber gut in der Hand. Gerade die Schultertasten fallen sofort dann in die Finger quasi rein. Und auch die Metallschienen hier. Das wirkt alles sehr, sehr gut verarbeitet, also das sollte auch möglich sein, mehrere hundert Male die Dinger hier ein- und auszuklipsen. Also die kann man dann einfach reinstecken. Generell muss man sich natürlich daran gewöhnen, dass das Gerät sehr, sehr breit ist. Gerade im Handheld-Modus sieht man allerdings nur noch Bildschirm, tatsächlich links und rechts. Links und rechts werden die Joy-Cons quasi von den Händen einfach verdeckt, sodass man quasi nur noch den Bildschirm sieht, was ich sehr, sehr cool finde. Und jetzt können wir hier mal um das Gerät rumgehen. An der Oberseite hat man den An- und Ausschalter. Man hat eine Volume-Taste, um die Lautstärke lauter und leiser zu machen. Hier ist ein Lüftungsschacht bzw. ein kleiner Fan. Und hier hat man einen Kopfhörerausgang. Hier werden die Gamecards eingesteckt. Wenn man diese Klappe hier aufmacht, da kommen die Spiele-Cards dann tatsächlich rein. Unten hat man einfach den USB-C-Port und hinten kann man das Gerät auch aufstellen mit diesem Kickstand. Wichtig ist hier auch noch der Micro-SD oder Micro-SDXC-Slot, wo man den internen Speicher, der ja normal 32 GB beträgt, ein bisschen erweitern kann. Und so kann man das Gerät dann auch hinstellen und dann quasi im Tabletop-Modus nutzen. Jeder Spieler kann dann quasi einen Joy-Con nehmen und damit dann zusammenspielen. Ebenfalls im Lieferumfang enthalten ist dieses Ding hier. Das ist der Grip, wo man die Joy-Cons einzeln einklipsen kann, links und rechts. Die kann man hier auch einfach rausziehen. Ein bisschen blöd ist, dass bei dem mitgelieferten Grip die Joy-Cons nicht geladen werden, wenn sie hier in dieser Vorrichtung sind. Den muss man separat kaufen, der kostet 30 Euro. Der ist ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Es gibt eine zweite Variante der Switch, einmal mit den grauen Joy-Cons und einmal mit den bunten Joy-Cons. Das ist im Grunde das, was die Nintendo Switch im Lieferumfang zu bieten hat. Die Switch kommt am 3. März in den Handel, kostet 330 Euro.